Hallo und herzlich willkommen auch bei diesem Game. Es handelt sich hierbei um ein PvP auf Agria Valley zwischen. Ich habe keine Ahnung. Peter dem Protoss. Und. Ja, natürlich. Paul dem Protoss. Das Spiel Peter gegen Paul. Spielen auf. Ja, man kann es nicht wirklich Close Position nennen, aber es ist auch nicht Cross Position. Trotzdem, die Laufwege sind riesig, falls ihr mal anguckt. Muss hier so rum, dann kann man hier hoch und hier runter. Dann kommt man hier lang, dann kann man hier lang und dann ist man immer noch nicht da. Man muss hier hin. Also die Laufwege sind riesengroß und das verspricht extrem epische, lange Games. Hoffentlich mit sehr viel Makro oder sehr vielen Blinkstalkern. Je nachdem. Ich denke mal, in einem PvP könnte man vielleicht auch einen oder einen Drop erwarten. So Vytra Special Tactics Style. Man weiß nicht so genau. Bin auf jeden Fall sehr gespannt. Falls ihr die letzten Videos verpasst habt, könnt ihr sie selbstverständlich hier nachgucken. Wie gesagt, haben ja erst neu diesen Kanal hier angefangen. Den letzten Kanal, den wir jemals brauchen werden. Denn der ist Multigaming ausgelegt. Ich hoffe, ihr guckt auch immer die Videos schön fleißig ohne Adblocker, weil ihr uns dadurch unterstützt, wenn ihr es ohne Adblocker guckt. Falls ihr mitguckt, dann unterstützt ihr es dadurch nicht und ihr seid gemein. Aber naja, genug davon. Wir sehen erstmal, ja, es ist ein komplettes Mirror-Matchup. Das heißt, Gas wird gleichzeitig geholt, die Gateways werden gleichzeitig gebaut. Also eigentlich tut sich da nicht viel. Falls ihr zum Beispiel sagt, oh, PvP gefällt mir gar nicht, ich möchte lieber ZVT sehen oder sowas, dann könnt ihr selbstverständlich sagen, so auf unserer Homepage, gettothekeyboard.de, da könnt ihr drauf gehen und voten. Wir haben da ein Vote offen. Wie gesagt, die Page soll jetzt nicht zu eurer Main-Page werden, soll nicht in Konkurrenz stehen mit anderen. Sollte einfach nur auf dem Laufenden gehalten werden, was abgeht und da sollt ihr abstimmen können. Also nicht wirklich viel. Einfach nur so, damit ihr halt was habt. Denn das Ganze ist natürlich zum Entertainment gemacht und auch gedacht für euch. Wir wollen euch dadurch entertainen, nicht uns. Denn dann kann ich mir das Spiel auch selbst angucken. Ja, dass ihr Spaß habt. Und ihr sollt natürlich Spaß damit haben, dass ihr das Matchup schaut, was ihr haben wollt. Was wir hier sehen ist von Paul, dem Leader Protoss, sehen wir hier eine verdammt lustige Taktik, nämlich, dass man hier mined. Also man macht mit der Scout-Sonde hier die dran, ne, und tut so, als würde man abbauen. Das heißt, das Spiel merkt, oh, von dem Patch wird bereits abgebaut und falls dann eine zweite Sonde hin will, dann wird die zu einem leeren Feld geschickt. Das heißt, man kann so in der Regel ziemlich viele Sonden dann ausschalten, beziehungsweise die dazu zwingen, längere Laufwege zu machen, was im Endeffekt bedeutet, dass man weniger abbaut. Das sind jetzt Nuancen, man kann vielleicht in einer Minute, in einer richtigen Minute vielleicht 10 Mineralien rausholen. Aber für die Pro-Gamer ist das richtig viel, denn da können 10 Mineralien ruhig mal den Unterschied zwischen Verlieren und Gewinn bedeuten. Für uns Kacknoobs allerdings sind in einer Minute 1000 Mineralien nicht mehr schlimm, denn wer mich schon mal spielen gesehen hat, der weiß, I suck. Aber ich werde auf jeden Fall versuchen, wieder zu zocken. Muss mal schauen. Da ist übrigens auch ein Vote drauf, ob ich wieder spielt nicht wie Bottom Reaper-Reihe weitermachen soll. Also auf jeden Fall für euch sehenswert. Wir sehen drei Warp-Gates hier von Paul und der Peter hat ihm natürlich hier ordentlich das Gas geklaut. Wird jetzt gefixt. Gasklau bedeutet im Endeffekt, man kann viele Strategien, die man vielleicht vorhat, nicht wirklich umsetzen. Zum Beispiel könnte er nicht jetzt in der ganzen Zeit Gas abgebaut haben. Das heißt, wird jetzt unwahrscheinlich sein, dass er mit Fast Void Trace ankommt. Nur so. Das heißt, sein Blink ist auch ein bisschen verzögert, wie wir sehen können. Er hat einfach nicht genug Gas. Also damit kann man Leute auf jeden Fall ein bisschen nerven. Während der liebe Peter hier alles machen konnte, was er will. Sein Gas steht auf beiden Seiten. Hier zwar nur mit zwei Arbeitern, aber vielleicht braucht er einfach nicht mehr. Wer weiß. Also natürlich nicht, ich glaube, das ist einfach nur ein Fehler, aber ich möchte jetzt nicht einem Koreaner reinreden, dass er angeblich einen Fehler gemacht hat. Das ist so wie Majestätsbeleidigung. Das macht man ja auch nicht. Falls übrigens irgendwer weiß, wer diese Spieler sind, wie gesagt, ich war jetzt ein Dreivierteljahr nicht mehr wirklich aktiv in der Szene, da können wir das definitiv sagen, denn ich freue mich immer über solchen Input, dass ich dann auch weiß, wer Peter und Paul sind. Und sagt mir nicht zwei erfundene Charaktere in meinem Kopf. Das weiß ich auch selbst. Ja, bis jetzt passiert noch nicht wirklich viel, außer der Expansion-Versuch hier von dem lieben Peter. Schön hier versteckt. Allerdings anfällig für irgendwelche Drops oder sowas. Ich weiß auch nicht, ob man sich nicht von hier hierhin blinken kann. Das möchte ich nicht unbedingt hier als Garantie festnageln, aber es sieht ein bisschen so aus. Ich weiß nicht, ob die Range hält. Und hier natürlich auch die Expansion.
Blink ist fast fertig von dem Paul, während der Peter auf Immortal setzt und nicht auf Blink. Ich bin gespannt, wessen Strategie sich im Endeffekt durchsetzt. Natürlich, Immortals haben den höheren Rums dahinter. Das heißt, die können mehr direkten Schaden machen. Aber Blinkstalker haben natürlich einen Vorteil, dass sie agiler sind, beweglicher. Man kann da besser mit Gegnern ausweichen und besser harassen. Viel besser, denn wieso sollte man einen Kampf gegen einen Gegner nehmen, der riesengroße Kanonen hat, wenn man dem einfach weglaufen kann und in der Zwischenzeit seinen Essenstisch kaputt machen kann. Geht natürlich auch. Ich denke, das weiß aber auch Paul. Der wird langsam aber sicher, yep, sein Blink erforscht haben, während Blink von Peter noch nicht mal ansatzweise da ist. Erst jetzt ist Twilight Council fertig geworden. Und da bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Yep, Blink auch von ihm jetzt im Bau gesetzt. Allerdings, Paul ist bereits auf dem Vormarsch. Während hier Peter mit dem schönen Observer durch die Gegend fliegt. Und ich bin gespannt, wer hier gewinnt. Wir schauen mal das Army-Tab an. Sie sind ungefähr gleich. Auch wenn der Paul ein bisschen mehr hat, also einen Stalker mehr, hat der Peter zwei Immortals und die können viel ausmachen. Vor allem auch mit den Sentries. Da kann man gut hier den Weg blockieren. Da muss erstmal hier hochfinden. Das heißt, ein Observer muss her. Ja, da ist er auch. Observer ist da, kann sich jetzt gleich wahrscheinlich hochblinken, wenn er die Vision hat. Nur noch holen. Blink Pylon wurde gesetzt. Jetzt hier auch der Observer. Wird nicht gesehen. Auch ein Blink Pylon. Oh Gott, die Spannung kann man ja fast mit einem Messer schneiden. Einer von beiden muss ich jetzt auf jeden Fall trauen. Wer wagt, der nicht gewinnt. So, und... Ja, auch nicht. Es kommt einfach nicht zum Engagement. Die tanzen so umeinander gegenseitig ein bisschen rum. Machen aber trotzdem mal ein bisschen an. Oh, jetzt kommt zum Fight. Leider geht nicht das, was ich haben möchte. Verdammt, wieso geht das mit dem Bildschirm nie? Störung weh. Klappt nicht. Wieso passiert das nicht? Wieso kann ich nicht Störung weh drücken? Manchmal klappt es, manchmal nicht. Vielleicht kann man wieder irgendwo erklären, wie das genau funktioniert. Jetzt allerdings, naja, die kassieren einfach nur jede Menge Schüsse von dem Immortal und brotzen hier ein bisschen auf das neutrale Versorgungsdepot rein. Oh, wunderschönes Sentry. Das war ein Riesenfehler von Peter. Paul hat hier wunderbar aufgepasst, hat die ganzen Immortals hier aus dem Spiel genommen mit einer einzigen Sentry. Also ein riesen Vorteil. Hat sich hier gut im Kampf behaupten können. Wäre komplett zerfetzt worden. So konnte er sich immerhin zurückziehen, ohne sein Gesicht zu wahren. Und hat doch noch gut Schaden fahren können. Allerdings die Armee von Peter jetzt riesig. Einfach nur, weil er, naja, längere Zeit Expansion hatte. Hat auch das beste Einkommen. Paul muss sich jetzt auf jeden Fall was überlegen. Er hat hier weitere Gateways. Seine Expansion läuft nur so lala. Beziehungsweise die läuft halt fast genauso gut wie die von Peter. Allerdings läuft die halt nicht so lange, weswegen er noch nicht so viel Einkommen hat. Was wir hier sehen können. Wenn wir auf Production-Tab schauen, sehen wir... Der Peter arbeitet gerade daran, Colossi zu bekommen und setzt bereits die nächste Expansion auf. Also mutig. Ich weiß nicht, ob das wirklich so gut ist. Ob er sich nicht lieber seinen Vorteil sichern sollte, wenn Paul hier mit der Forge gleich durch ist. Nicht so Forge, mein Junge. Der hätte auch von Christian Wopen sein können. Ne, Upgrades sind noch nicht im Bau gesetzt, dafür jede Menge Gateways, die hier gekohleboostet werden. Muss man natürlich auch schauen, wer hier, ja, armeetechnisch im Vorteil ist, natürlich keiner. Aber Immortals sind da, beide haben einen Server. Nun muss man ja mal schauen, wer hier die Nase vorne hat. Immortals können natürlich nicht so weit hochschießen, was natürlich der Nachteil ist von denen. Und da kann der Paul und Peter ziemlich gut aufhalten. Jetzt endlich gekohleboostet. Endlich. Wir schauen mal drauf. Ja, 1-0 jetzt auch von Peter angefangen. Und der erste Koloss. Also Kolossi können natürlich einen Sieg bedeuten. Vor allem hier auch mit der Expansion. Denn die fängt jetzt natürlich an. Und das heißt, vom Income her könnte er jetzt nach vorne schießen. Wie sonst was. Hat jetzt auch 8 Arbeiter mehr. 9 Arbeiter mehr. Das kann natürlich übelst für den Paul nach hinten losgehen. Wenn er diesen Nachteil jetzt nicht aufholt. Und er ist im Nachteil, wie wir sehen können. Er ist es. Er muss irgendwas machen. Er hat natürlich ein bisschen größere Armee. Jetzt ein bisschen viel größere Armee. Aber hier sind Kolossi. Und Immortals. Und man muss mal schauen, ob er die halten kann. Natürlich, diese Expansion, sehr, sehr optimistisch. Hätte vielleicht lieber seinen Vorteil ein bisschen halten sollen. Denn das sind jetzt 1000 Mineralien mehr, fast, die gegen ihn stehen. Und da muss er sich erstmal gegen wehren. External Thermal Lands ist, glaube ich, noch nicht durch. Nee, noch nicht. Das heißt, sie können ziemlich schnell gefokust werden. Machen das Ganze vielleicht mal ein bisschen Zeitloop, um zu schauen, was genau abgeht. Wunderschöne Konkave hier gestellt von dem Paul. Da kann der Peter nichts gegen machen. Der Kloss passt natürlich drauf, aber gerät natürlich ins Focus Fire, einfach weil er weniger Range hat. Also gar keine Chance hier für Peter. Paul zerreißt ihn hier komplett in der Luft.
Aber jetzt die Immortals, die reißen jetzt übelst was raus. Die machen gut Damage, allerdings nicht hier. Der steht da einfach falsch. Der steht nicht ganz so gut. Soll sich vielleicht ein bisschen anstrengen. Oh, genießt einfach mal dieses epische Blink-Micro, wie die in dieser Zeit noch die Möglichkeit finden, zu blinken. Also das sind ja Sekunden. Wir schauen uns ganz hier in Zeitlupe an, einfach nur, um das besser zu verstehen. Der Koloss hier macht gut Damage, spatzt allerdings in die falsche Richtung, sollte hier eher hinschießen und wird natürlich gefokust durch Haupt-Damage-Ziel. Wunderbar. Sollen wir vielleicht wieder normal abspielen. Oh, wer hier besser rausgekommen ist, ist eindeutig, das ist der Peter. Er hat die Expansion im Rücken, er hat das bessere Income. Ja, okay, gut, nicht unbedingt, weil der hat jetzt ziemlich viel Sonnen verloren, aber gleich hat er das bessere Income, definitiv. Muss natürlich sehr viel abziehen. Jetzt auch External Thermalance und 1-0 Upgrade müssten jetzt durch sein. Während 1-0 halt auf dieser Seite schon längst durch war. Also das heißt, der Peter sollte hier vielleicht nicht kämpfen. Das ist vielleicht nicht ganz so gut. Paul hat immerhin hier eine ordentliche Armee stehen. Nee, da wird der alles verlieren, der Peter, glaube ich. Ja, da schießt auch seine Armee Supply ins Bodenlose. Steuerung A war das, glaube ich. Ja, die Armee Supply. Also der hat der auf jeden Fall ein bisschen mehr. Ja, jetzt baut er seinen Vorteil hier aus. Eigentlich ist hier noch eine kleine Armee. 4 Stalker, mal schauen, ob die irgendwas reißen können. Aber gerade was die Armee angeht, wirklich gar keine Chance für Peter. Der hat gerade bei dem Go fast alles verloren. Paul kann einfach nachbauen wie so ein Blöder. Sind sie ja hier. Jede Menge Gateways. Die können natürlich produzieren, wie sie lustig sind. Und jetzt kommt es hier zum Engagement. Oh, da muss er aufpassen, muss er definitiv aufpassen, dass er den Immortal nicht verliert und nicht den Koloss. Der Immortal geht schon mal down, der Koloss kann es aber richten, hat 1-0, hat Chrono Boost, hat Extended Thermalance und der zweite ist auch da. Also, das könnte wieder mal die Wende bedeuten. Die größte haben wir allerdings immer noch auf der Seite von Paul. Paulchen? Pauli? Pauline? Ha! Reim macht Spaß. Auch ein bisschen ungewöhnlich für einen koreanischen Gott, dass er Chrono Boost nicht einsetzt. Jetzt mag er selbst. Und da haben die sich eine ordentliche Sache abgezogen. Allerdings sollen die natürlich nicht so weit vorne stehen. Thermalance ist ja dazu da, dass man hinten steht. Das ist der Vorteil von Blink. Man kann einfach reingehen und alles töten, was da ist. Und das meine ich halt. Macht übelst Damage und da fällt er. Da fällt dem Kampfsupply. Dieser Kampf da vorhin in der Mitte. Da war sehr, sehr wichtig. Müssen wir wieder einiges ranziehen. Einiges. Wir schauen mal ins Production Tab. Da kommen zwei Kolosse hier nochmal neu nach. Aber er braucht natürlich irgendwas. Er braucht irgendwelche Stalker. Er braucht Zenits. Irgendwas braucht er. Er hat einfach kein Gas. Hier sind nur zwei Arbeiter. Hier sind drei Arbeiter. Und die Expansion fällt. Wenn die fällt, könnte das ganz, ganz bitter werden. Ganz, ganz bitter. Oh, da blinkt er sich nochmal richtig gut rein. Also Blink wunderbar hier genutzt von Paul. Während Peter hier die ganze Zeit eher auf die Kolosse setzt. Was nicht ganz so gut ist. Die gehen down. Die machen wenig Schaden, sehr, sehr wenig Schaden. Beziehungsweise, wenn man sich mal überlegt, wie teuer es war, überhaupt auf Kolosse zu techen. Man musste das Roboter Support Dock bauen, man musste dies bauen, das bauen, Thermalance upgraden und die dann noch einzeln. Und die paar Stocke, die er damit ausschalten konnte, waren wahrscheinlich nicht genug, vor allem, da die halt sofort sterben immer durch diese wunderbaren Blinks. Da kann man einfach nichts gegen machen. Beziehungsweise Peter scheint noch nicht die Lösung für gefunden zu sein. Sieht auch so aus, als wäre er immer weiter zurückgedrängt worden. Also, die Expansion hier ist komplett Toast. Wir schauen mal aufs Income. Ja, yep. Da ist auf jeden Fall Paul im Vorteil. Auch wenn das hier natürlich leer ist. Der kann noch mehr expandieren. Er hat den Shit hier, während Peter sich hier erstmal verteidigen muss. Und ich weiß nicht, ob er dagegen ankommen kann. Er hat nicht mal ansatzweise die größte Armee. 650 Mints im Nachteil. Das ist ordentlich. Und er kann auch nichts haben, er hat kein Gas. Er versucht sie. Switcht jetzt auf Immortals, weil er merkt, die Kolosse bringen nichts. Die Expansion ist das Einzige, was ihn noch ansatzweise am Leben hält. Da muss er sich ranhalten, warten, bis der Immortal kommt. Und das dauert noch sehr, sehr lange. Diesen Kampf kann er einfach nicht nehmen. Er kann es nicht. Er hat eine viel, viel größere Armee auf Seiten von Paul. Ja, das war's. Das sieht nicht gut aus. Das sieht aus wie das sichere GG. Nach diesem episch langen Micro-Battle, die beiden sich hier geliefert haben, einfach gar keine Chance mehr, da kommt da raus, wird sofort gekillt. Kann eine Salve abgehen, zweite Salve und die dritte Salve und singen das Zeitliche. Ja, leider gar keine Chance. Wunderbar gespielt von diesem Protoss, hervorragend. Wie gesagt, falls ihr weiterhin irgendwelche speziellen Matchups sehen wollt, dann geht doch zu uns auf die Page und stimmt da ab. Ansonsten danke fürs Zuschauen, sagt tschö mit Ö. Und falls ihr das letzte Video verpasst habt, drückt auf den Rand da. Tschüss.